Ich brauche mehr Siedler. Und ein Kontor 2 vielleicht mal. Weil dann kann ich eigentlich noch die ganze Nahrung abholen, weil Kontor 2 gibt nochmal plus 20 Platz, glaube ich. Oder wie viel kann ich maximal? Wo steht's denn? Ja, ich mache einfach mal hier. Ich verkaufe jetzt einfach mal Kuh. Und ja, 70 Tonnen. Also nochmal 20 drauf. Des Weiteren kann man jetzt zum Beispiel mehr einkaufen. Zuvor konnte ich nur 4, genauso wie verkaufen, da konnte ich nur 3. Mit jedem Kontor, mit jeder Kontorstufe steigt das Ganze. Und ja, ist doch schön. So, ich kaufe mir auf jeden Fall eine Feuerwehr. Das ist sau wichtig in dem Spiel. Eure Häuser lieben es zu brennen. Das ist einfach so ein Naturgesetz. Wenn etwas brennen kann, dann wird es brennen. Und ich brauche dringend verschissene Werkzeuge. Darum geht es eigentlich auch in der Mission. Ich kaufe die jetzt mal richtig teuer ein. 115. Das heißt, wenn er mir 70 verkaufen sollte, bin ich so gut wie pleite. 70 Tonnen. Oder 68, bis mein Lager voll ist. Werkzeuge sind vor allem zu... Werkzeuge sind eigentlich immer Mangelware. Werkzeuge werdet ihr so gut wie nie genug haben. Gebt mir Werkzeuge. Dankeschön. Du Arsch, viel zu wenig. Aber ich kann jetzt schon mal anfangen, meine Dingens hier durch Ziegel zu ersetzen. Ne? Ah, noch ein freier Händler, der könnte mir vielleicht auch noch Werkzeuge geben. Yeah, gepflasterte Straßen. Sehen erstens schöner aus und sind, wie schon mal gesagt, schneller. Und da hätten wir gerade sehen können, dass da eine Roldemite aus dem Marktplatz kam. Komm her, du Sau. Jolly, Karibik. Kauf mir all deine Werkzeuge, die du hast. 0. 8. Ja, ist bitter, aber ja. Punkte. Wie berechnen sich die Punkte? Für eine Stadt kriege ich 23 Punkte, Untertanen, also das macht überhaupt keinen Sinn. Für mein Barvermögen kriege ich keine Punkte. Hä? Totaler Bullshit. So, jetzt möchte ich nur noch darauf warten, dass ich mal ein paar Siedler mehr kriege. Ich muss gerade mal schauen, ob meine Stoffproduktion hoch genug ist. Ja, das dürfte reichen. Erzminen kann ich immer noch nicht bauen. Plantagen, warte mal, was habe ich hier? Baumwolle 100%. Baumwolle kann ich mir, glaube ich, nicht. Nein, noch nicht. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Oh, mein Volk kann mich kreuzweise. Ja, dann kann ich hier gar nichts bauen. Einfach nur mal zu Demonstrationszwecken. Ein Wirtshaus wollen die Menschen. Da ist es etwas dumm positioniert. Da ging es eigentlich. Jetzt kann man schauen, wie kurz rum. Ja, doch so rum. Ziegel. Braucht es 6 Stück immerhin. Eigentlich brauche ich noch gar kein Wirtshaus, weil das wünschen sich nur die Siedler. Und Siedler muss ich, glaube ich, die Mission noch nicht aufstufen. Ich glaube es zumindest. Pioniere sind Wichser, weil jetzt wollen die auch Alkohol. Das ist halt so eine richtige Scheiße, wenn die Alk wollen, die Leute. So, da oben bräuchte ich noch ein Kapellchen. Am besten hier. Oh Gott, ich hab mich jetzt ein bisschen verpokert mit dem Bauprinz. Mach jetzt am dümmsten, wenn ich da eine Kapelle hinbaue. Ja, baue ich jetzt mal da eine Kapelle, dann baue ich da noch eine hin. Ja. Muss ich gerade mal schauen, passt das eigentlich? Okay, jetzt ist da drüben ein Platz frei, schade. Ja. Noch eine Kapelle. Hätte ich besser platzieren können, aber naja, jetzt ist es halt so. Und noch eine zweite Feuerwehr auf jeden Fall. Ich habe nicht mal eine einzige, okay. Da ist gut, da ist besser. Und da oben noch eine. So, jetzt dürfte meine Insel erstmal abgedeckt sein. Brände dürften die nichts mehr tun und jetzt werden wahrscheinlich auch keine Brände mehr kommen. Und ich habe noch eine positive Bilanz, immerhin. Gut, meine Bilanz ist beschissen, aber ich habe...
Von Steuererträgen mit minus Betriebskosten habe ich plus 29 und das ist schön. Jetzt wäre es einfach nur noch schön, wenn ich jede Menge Siedler habe. Und mit jeder Menge Siedler kriege ich mehr Gebäude. Ich weiß nur gerade nicht, wie viele ich brauche für die Gebäude meiner Wünsche, meiner Träume, meiner feuchten Träume. Wow. Ich habe nichts gesagt. Mehr Ziegel, weniger Pflaster-Dingens, yeah. Ziegel hat man zu Anfang auch immer Mangelware. Wenn man erstmal seine Dinger ersetzt hat, dann braucht man Ziegel überhaupt nicht mehr. So, ich schaue jetzt nochmal, was die anderen brauchen. Vielleicht kann ich irgendwas verkaufen. Nachfrage-Dingens. Nachfrage, gar nichts. Nachfrage, Holz. Aber Holz habe ich selber nichts. Der macht schon seinen eigenen Wein. Hat er eine Rumbrennerei? Nee? Ach nee, Moment, ich muss gerade überlegen. Wein wird direkt zu Alkohol. Wenn ich Zuckerrohr anpflanze, kann ich aus dem Zucker Wein machen mit einer Rumbrennerei. So war das, glaube ich. Und wenn ich Wein jetzt hier anpflanzen würde, der sofort eingeht, glaube ich. Hallo? Du sollst eingehen. Ja, da sieht man schon, der geht ein. Der wird gelblich und noch ein bisschen warten, dann geht er ein. Oh, habt ihr den Typen gerade gesehen, der in die Kapelle gegangen ist? Das war ein kleiner, mieser Schwuchtelbischof. Nee. Gut. Ah, habe ich jetzt eigentlich genug Nahrung? Ja, Nahrung passt. Immer noch. Ja, macht halt immer mehr Siedler, ihr Bastarden. Was will ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich brauche mehr. Was wolltest du gerade hier? Oder ist irgendwas gekauft? Nahrung? Hast du Nahrung gekauft? Hast du überhaupt was gekauft? Nee, du hast nichts gekauft. Geisterst einfach nur bei mir rum. Oh, Mano. Gebt mir Werkzeuge. Okay, derweil muss ich irgendwas Lustiges machen, sonst hat es keinen Sinn. Oh Gott, der Rot kommt zu mir. Es gibt nichts Witziges zu tun. Verkauft mir Werkzeuge, ich kaufe doch schon total teuer ein. Maximumpreis! Nein, das ist dumm. Ich überlege, was kann man machen? Anno bietet nicht viele Möglichkeiten, außer warten. Und warten. Ich kann aber schon mal... Das ist eine Idee. Sinnlos Häuser einfügen, die mir noch mehr Steuern geben, bis ich reich bin. So. Und du, oh mein Gott. Jetzt verkauf mir doch einer einfach mal die 70 Tonnen, die ich haben will. Danach bin ich arm, aber das ist es wert. Na. 8! Immer 8! Das gibt's doch nicht. Warum verkauft mir keiner mal? Oh, ich kauf die doch am teuersten ein. Was soll denn die Scheiße? Ihr seid doch alles Böcke, ey. Alles dämliche Hurenböcke. Ab 100 Siedlern dürfte ich neue Gebäude kriegen. Na, ich kann schon mal Getreidefarm bauen, juppidu. Kannst euch eigentlich mal zeigen, sogar eine Getreidefarm. Ja, ich pflanze die da drüben hin. Also wie schon gesagt, Getreide wächst eigentlich überall. Ist aber ein Haufen Scheiße. Warum? Ich glaube, ich habe schon mal erklärt, warum Getreide ein Haufen Scheiße ist. Das hat einfache Gründe. Das hat ganz, ganz einfache Gründe. Erstmal die Getreidefarm. Total kleiner Einflussbereich. Dann brauche ich... Euer Volk braucht eine Schule. Am Arsch. Ich kann schon mal Werkzeugschmiede bauen, das heißt, ich dürfte bald die Eisenerzschmiede kriegen. Keine Schule wollen sie. Als ob hier irgendjemand freiwillig in die Schule geht. Heiß mal das Haus da mal ab. Ja, also Getreide. Dann brauche ich eine Mühle. Und von der Mühle... zum Bäcker und dann habe ich die Nahrung. Wenn man das großbetrieblich macht, also wirklich großflächig, dann kann man damit wirklich ordentlich Nahrung kriegen, aber
Die Betriebskosten sind doch recht hoch. Da ich bin echt dafür, holt euch Fischer. Die sind am besten. Es fehlt ein Stück. Also am besten pflastert man eigentlich erst die Wege, die häufig benutzt werden. Das heißt zu euren Betrieben. Das habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Aber grundsätzlich gibt's Schlimmere. Hallo, hallo, hallo. Ich möchte nur noch ein paar mehr Siedler, damit wie 1000 Schule, was die für Ansprüche haben. Damit die sich jetzt wieder... Freut mich. Damit die sich jetzt wieder hier aufrüsten, brauchen die Alkohol, Tabak, Gewürze, Schule, Wirtshaus, dauerhaft. Sonst werden sie unglücklich. Bei denen war es noch leicht. Kapelle, Stoffe, Marktplatz. Das sind drei Dinge. Kapelle, Marktplatz ist dafür gesorgt. Stoffe, muss ich jetzt übrigens mal schauen, ob ich... Ja, noch geht's. Das geht. Weil, wobei Stoffe werden später auch rar. Sehr rar. Und... Oh, guck dir an, wie mein Getreide wächst. Es dürfte bald erntefähig sein, wenn es komplett gelb ist. Ja, nein, noch nicht ganz. Und... Es ist halt immer so, oh, ich kann eine Werft bauen, eine kleine Werft. Da müsste die hingehen, die muss... Ja gut, da geht's hin, oder da vielleicht sogar, genau. In der kleinen Werft kann ich die hier bauen, die kleinen Transporter. Der Erzschmelze, das heißt, ja, Erzmine, jetzt habe ich, was ich will. 10 verschissene. Traumhaft. Ja, super, muss ich jetzt noch warten. Und die hat enorme Betriebskosten. Also in der kleinen Werft kann ich... was war ich da? Die Schiffe und kleine Angriffsschiffe bauen. Ja, kleine Fregatten, also um langsam mal auf den Krieg hinzuarbeiten. Kann ich sagen, was? Erdschmelze, Werkzeug. In der Osso. Oh, ich habe positive Bilanz. Geil, geil, geil. So, wenn ich jetzt mir jetzt eine Erzmine bauen sollte, dahin, genau dahin, dann wird daraus Erz geschöpft. Und mit dem Erz, das muss in die Erzschmelze und von der Erzschmelze in die Werkzeugschmiede. Also in der Erzschmelze wird es zu Eisen, da sehen wir es ja sogar. Hier wird Eisen zu Werkzeugen. Und hier wird Holz und Eisenerz zu Eisen. Jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass ich Werkzeuge kriege. Was nicht leicht sein wird, weil meine Pioniere meine Werkzeuge verbrauchen. Und ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht mal so abstellen. Doch, ich kann es den Stadtbewohnern den Verbrauch von Baumaterialien wieder erlauben. Ich habe es jetzt abgestellt. Ah, fahrende Händler ist auch was Cooles. Ich baue jetzt mal einen fahrenden Händler. Den kriege ich nie wieder weg. Alter. Ja, alt. Wow.